O yoga may begin. Thus as the words, O Allah, gesprochen hat zu unseren Seelen am Tag des Versprechens, bin ich nicht euer Herr, alas im Rabbikum. Und all unsere Seelen sagten, Beli, du bist unser Herr. Werdet ihr mir gehorchen? Wenn ich euch was gesagt habe, wenn ich euch etwas sage, werdet ihr gehorchen. Und all unsere Seelen haben gleichzeitig gesagt, Semi'ana wa Atana. Semi'ana wa Atana bedeutet, gehorcht und gehorcht, gleichzeitig. Wir haben gehört und gleichzeitig es getan. Das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn der Herr spricht, dann hat der Diener zu hören, also zu horchen und dann gleichzeitig, gleichzeitig. Bedeutet, bevor das Wort gefallen ist auf dem Boden, dass es getan ist. Das ist Respekt. Und das ist Verständnis. Und das ist der Weg. Und das ist der Erfolg. Und das ist der Segen. Und dann hat man nichts falsch gemacht. Aber wenn du das Wort fallen lassen, obwohl du gehört hast, fallen lassen hast, dann kannst du lange suchen. Dann bist du selber fallen gelassen, wer das Wort des Herrn fallen lässt oder in seinem Namen, der eine Autorität ist, fallen lässt, dann lässt, hat man nicht dieses Wort fallen lassen. Weil das Wort eines Autoritäts oder des Herrn ist, den Herrn fallen zu lassen. Das Wort steht für den Herrn, für die Autorität. Das Wort steht für diesen Person. Wenn du sein Wort nicht respektierst und akzeptierst und nachgehst, dann hast du diese Person nicht respektiert und akzeptiert. Wenn wir das öffnen und öffnen, dann können wir endlos reden. So ein wichtiger Punkt, nicht mal Detail, es ist ein wichtiger Punkt. Punkt. Ende. Semi'ana wa Atana. Gehört und gleichzeitig getan. So muss der Diener stehen zu seinem Herrn oder der Schüler zu seinem Scheich oder der Mitarbeiter zu seinem Chef. Sonst wird er was gemacht, gefeuert. Jetzt wisst ihr, warum die Hölle gibt. Die Hölle gibt es nur für die Leute, die gefeuert sind. Aus der Firma Gottes, aus der Gegenwart Gottes. Dann brennt man. Dann ist man wirklich in Not. Wo man dachte, nicht alles gehabt zu haben, dann steht man wirklich in Not. Und hätte man das, hätte man sich zufrieden gestellt mit dem, was man hatte. Semi'ana wa Atana, gehört und getan, gleichzeitig getan, da gibt es keine Pause. Da gibt es keine Denkzeit. Keine Frage. Keine Frage. Warum nicht darauf hinterfragen? Dann darf es nicht mal eine Frage sein, einfach tun. Weil der dir von dir etwas will, weiß schon, was er will. Und wenn er sagt, mach es so, dann mach es so. Dann hat er schon auch überlegt, wie du es machen sollst. Wieso musst du dann nochmal überlegen und sagen,
wenn wir das bloß so getan hätten. Du kannst das nur dann sagen, wenn er nach deiner Meinung fragt. Wenn er nicht nach deiner Meinung fragt, das ist dann kein Anstand. Wenn es nach Shaitan gegangen wäre, hätte Allah viele Vorschläge machen können. Eins war schon, hat schon gereicht. Warum Adam und nicht mich? Ich bin doch besser und hübscher. Und ich habe dir sowas von gedient. Und der da liegt, hat nicht mal Allah gesagt. Ich habe für dich gekämpft. Und dann, er soll das haben und nicht ich. Er hätte viele Vorschläge machen können, was nur um ihn geht. Allah fragt mich, wenn er sagt, mach es, mach es. Semi'ana wa ata'na. Beim Gebet, was sagen wir? Sagen wir das Semi'ana wa ata'na. Wann? Ich muss mir überlegen. Was? Das ist in der Tesbih-Teil. Das müssen wir sogar immer bei jedem Gebet wiederholen, damit wir uns erinnern. Wer das vergessen hat, Semiana Watana gehört und getan, hat dann kein Wissen mehr, egal was er da denkt zu haben, zu besitzen. Er hat kein göttliches Reichtum, kein göttlicher Erfolg, kein göttliches Wissen mehr. Nichts. Er wird fallen gelassen. Wer das vergessen hat, Semiana Watana, gehört und getan. Gehorcht und gehorcht. Beides ist nicht gleich, Heilige Gustav. Gehorcht und gehorcht. Hört sich gleich an. Das Wort, was zum Hören ist, ist auch zum Tun. Es ist nicht einfach eine gute Nachtgeschichte, was man, wenn dir eine Autorität etwas sagt, der Herr dir etwas sagt. Und der Herr hat kleine Herrchen. Seine Gesandten, die Gesandten des Gesandten, bis zu dem kleinsten Familienmitglied der Herrschaft. Wenn das der Vater der, in der Familie ist, die Mutter ist, die über das Kind herrschen, irgendwie herrscht immer einer über den anderen. Die armen Kinder, sie werden auch geherrscht. Über sie gibt es die Mutter, wenn nicht der Vater. Aber immer wird einer über den anderen herrschen als Autorität. Das Kind hat keinen Luxus zu sagen, mir egal. Das Kind hat keinen Luxus, Widerstand zu leisten. Dann wird er bestraft. Und Bestrafung ist nur wieder, damit es ihm später gut ergeht. Nicht, weil man Spaß dran hat. Es gibt Ausnahmen, das sind sowieso verrückte Leute. Die Missbraucher der Autorität. Die Mutter hat eine Autorität von Gott gegeben. Der Vater hat eine Autorität von Gott gegeben. Der Lehrer hat eine Autorität von Gott gegeben. Das ist schon himmlische Autorität. Von ganz oben nach unten. Aber wenn das missbraucht wird, diese Autorität vom Vater, von Mutter, vom Schwester, vom Chef, dann wird es verflucht, diese Autorität. Dann werden sie genannt Tyrannen. Tyrannen, Disziplin, sollte diszipliniert zu sein, streng zu sein, sollte nicht bedeuten, um zu erziehen, man sollte das nicht verwechseln mit Tyrannei. Das ist dieser feine Grad. Und viele Tyrannen haben das leider getan. Und sie haben gesagt, wir sind Rab, wir sind eure Erzieher. Ja, nur Strenge und Härte, aber keine Liebe. Strenge kann sein,
vermischt mit Liebe. Der Hintergrund oder Basis sollte Liebe sein. Mit dem auch, wir haben zu gehorchen, das Kind hat zu gehorchen, horchen und gehorchen und Anstand zu leisten, Anstand zu halten, wahren. Habt ihr gehört, Kinder? Ja. Ich möchte nicht über euch hören, dass einer der Erwachsenen sich beschweren über euch, weil ihr euch nicht anständig verhalten habt. Semialawatana, gehört und getan. Das ist ein Tipp, ein Rezept, göttlicher Rezept zum Erfolg, zum Segen, für das Segen, Erlangen des Segens Gottes. O Herr, wir haben gehört und gleichzeitig getan, was du uns gesagt hast. Wir haben dein Wort nicht fallen lassen. Wir hören nicht auf uns. Wir beratschlagen nicht mit uns selbst, mit unserem Ego, weil wenn du dich mit dir selbst beratschlägst, das ist dann nur dein Ego, der dir deine Ratschläge gibt. In Company, in Zusammenarbeit mit Shaitan. Weil alles fällt dem Ego auch nicht ein. Shaitan flüstert ihm hinein. Du hast nicht das Erlaubnis, auf dich selbst zu hören, mit deinem Ego dich bereit zu schlagen, sondern du hast auf deinen Herrn zu hören. Und mit ihm und mit seinen Gesandten dich zu beraten. Ich habe heute einen Ayat gelesen, wo Allah sagt, einige, wir werden prüfen euch mit einigen, von euch einigen mit den einigen Menschen, also dich mit dem anderen, werden wir prüfen und schauen, wer unter euch der Geduldige ist. Das ist ein Ayat. Wir haben gestern gesagt, alles was wir, Allah hat uns alles vorausgesagt, ich werde euch prüfen, hart prüfen, er hat nichts versteckt. So dass wir enttäuscht werden können. Im Heiligen Buch steht schon alles. Ich werde dich mit dem anderen geprüft haben. Und dann will sehen, wer geduldig ist und das in den anderen ertragen kann, tragen kann und dann sich am Ende vertragen kann. Und der wird belohnt werden, der andere nicht. Diese Streitigkeiten unter den Menschen, Allah hat das vorausgeschrieben. Das muss sein, damit die Menschen voneinander lernen können. Und wenn das Wort Gottes, wo er sagt, uns erinnert, ich werde dich mit dem anderen geprüft haben, mit dem verrückten Verhalten des anderen, wie du dich da zu stellen hast, wenn du nicht weißt, und du solltest wissen, weil ich dir eine Richtung gebe, wie man sich zu verhalten hat, in welcher Situation. Nicht emotional, das ist genau das falsche, die falsche Richtung. Das ist dann der Ratschlag des Egos. Nein, wenn du auf deinen Herrn hörst, auf deinen Lehrer, der von Allah gesandt ist, dann wirst du alles richtig machen. Wenn du sein Wort, das Wort, was man dir empfohlen hat, immer am Ohr hast, im Herzen hast, dann wirst du das nicht fallen lassen und auch nicht falsch getan haben. Wenn der andere sich falsch verhält, du solltest dich richtig verhalten. Das kannst du nur, wenn du Semiyana Vatana sagst. Allah hat uns nicht ohne Information gelassen. Er hat uns jede Information gegeben für jede Situation. Und er sagt, ich werde dich prüfen mit dem anderen, einige mit den anderen von euch und schauen, wer der Geduldige ist. Ohne Zweifel, Allah sieht alles und hört alles. Also denkt nicht, er beobachtet euch nicht. Euer ganzes Verhalten, ob das anständig ist oder unanständig. Er sieht das alles. Jeder Moment des Lebens auf Erden für den Menschen ist eine Prüfung. Und das hat unser Guru Sheikh auch erzählt. Da ist was Dummes passiert. Ein Kind hat mit dem Ball gespielt und dann
Kick gemacht und das Ball hat Türban von unserem Groschi getroffen in Damaskus. Und Türban fällt. Und Sheikh Nazım sehr wütend. Und fängt an schimpfen mit dem Kind. Und sein Sheikh daneben sagt, hör auf und mach sofort. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Du bist gerade vom Glauben abgekommen. Ich bin vom Glauben. Ja, du hast das Böse, das Unheil von in dem Kind gesehen. Von dem Kind gesehen. Du hast nicht mein Gesicht hinter ihm gesehen. Heil und Unheil ist doch von Allah. Ja, das ist Glaubenssäule. Ja, das ist eine von sechs Glaubenssäulen. Ja, du hast vergessen. Du hast das Unheil von dem Kind gedacht. Das Kind hat dieses Unheil gemacht. Nicht von Allah. So schnell kommst du vom Glauben ab und du denkst, du wärst ein Heiliger. Die Autoritäten im Namen Gottes prüfen uns auch. Unser Scheich. Jeder wird geprüft werden. Mit allen Mitteln. Was für dich falsch oder richtig erscheint. Auch mit falschen Mitteln, was für dich so erscheint. Er wird, sie werden dich prüfen, wie du, wie standhaft du bist in deinem Glauben und treu und Vertrauen. Das kannst du alles aber sein. Treu, vertrauenswürdig, ergeben, wenn du Semi'ana ve Ata'ana sagst. Gehört und getan. Ich bin dir ergeben und ich mache mir keine anderen Gedanken. Ich lasse nicht keine andere Gedanke dazwischen funken, weil alles andere Gedanken sind vom Teufel. Du musst erstmal wissen, wer vor dir steht. Steht der Teufel vor dir oder ein Gottesmann? Oder der Herr, Gesandte des Herrn? Da musst du aufpassen, dass andere Gedanken keinen Eintritt lassen. So klug musst du sein, endlich mal. Und ihr Kinder, wer, egal welche Erwachsene, ob falsch oder richtig, habt ihr zu gehorchen. Das ist Anstand. Erstmal geht es um den Anstand. Und das ist jetzt hier eine Anweisung, eine Empfehlung, wie ihr wollt, ein Befehl. Allah befiehlt nicht, Allah empfiehlt. Aber wenn wir gute Diener werden wollen, jeder Befehl und Wunsch Gottes sollte für uns wie ein Befehl sein. Oder ein Befehl sein, damit wir überhaupt reagieren. Ach, Wunsch Gottes, er hat ja so viele Wünsche. Irgendwann erfülle ich den einen oder den anderen. So nicht, das ist kein Anstand. Der Wunsch Gottes, das ist aus Höflichkeit, dass er uns nicht befiehlt. Er ist ein höflicher. Unser Herr ist ein höflicher. Er behandelt uns höflich. Das sollten wir zu schätzen wissen. Er ist kein Tyrann. Ich habe mein Selbst, das Einzige, was ich mein Selbst verboten habe, ist Tyrannei, sagte er. Er ist kein Tyrann. Er ist ein höflicher. Er bittet uns. Für uns. Bitte hier, diese Richtung, Paradies. Bitte, bitte nicht diese Richtung, die Hölle. Alles, was er sagt, ist doch das in allen heiligen Büchern. Er empfiehlt uns das Paradies, nicht die Hölle. Wieso hassen wir ihn? Wieso tun wir nicht, was er sagt? Wieso erinnern wir uns nicht an unser Versprechen? Semi'ana ve Ata'ana, wer dieses Versprechen nicht gegeben hatte, hätte niemals eine Chance gehabt, zu existieren in dieser Welt. Es gibt also zwei Gruppen in dieser Welt, die, die ihr Versprechen halten, die, die ihr Versprechen vergessen haben oder sich nicht erinnern wollen. Und wenn sie sich erinnern, nicht ernst nehmen. Die Propheten sind nur deshalb gekommen, so viele endlose Zahl von Heiligen, die uns erzählen und uns empfehlen, nur um das zu uns zu erinnern an unser Versprechen. Bin ich nicht euer Herr, du bist unser Herr, wir tun so, wie du uns sagst. Gehört und getan, O Allah. Schlaf nicht ein.
Trink Wasser, also Wasser trinken. Wofür gibt es die ganzen Bücher, heiligen Bücher, Millionen von Interpretationen? Nur damit wir erinnert werden an unser Versprechen, wem wir zu gehorchen haben, wie wir zu gehorchen haben, wem wir Ohr zu schenken haben. Und dass wir nicht andere Einflüsterungen Zulass gewähren sollen. Wenn der Scheich etwas sagt, dann muss es so sein. Ein anderer Gedanke ist Kritik an Scheich, dann bist du verloren. Ohne Zweifel wird er dich verwirren. Ich bin immer noch verwirrt von Verhalten meines Scheichs. Aber ich versuche standhaft zu sein. So viel Wissen habe ich, dass es keine andere bessere Tür gibt. Dann muss ich mich geirrt haben. Man verwirrt uns mit Scharia, man verwirrt uns mit Tariqa. Aber niemals sind sie außerhalb der Scharia und Tariqa mit dem, was sie tun. Wir denken das, weil uns Scharia-Wissen genügend Scharia-Wissen oder Tariqat-Wissen fehlt. Und das, was wir haben, reicht nicht aus. Müssen wir weiter lernen. Und dann müssen wir bei dem Scheich dranbleiben. Ob wir verstanden haben oder nicht, mach einfach. Allah verspricht, wenn der vor dir steht, ein Betrüger ist, und du hast aber gedacht, ist ein Heiliger, ein Gottesmann, mein Gesandter, dann wird er ein Scheitan bleiben, aber dich machen wir schon irgendwann zum Heiligen, weil du treu bist, weil du für Allah getan hast. Aber blöd darfst du dich auch nicht stellen wie dieser Selbstmordattentäter. So viel Wissen aus deinem Buch und in deinem über deine Religion musst du haben, dass Selbstmord haram ist. Und wenn dann ein Scheich kommt und sagt, du sollst die Zivilisten da töten, dann musst du schon weglaufen vor diesem Scheich. So viel Verstand musst du schon haben und wissen. Samiana Watana. Klein fangen wir an, Kinder. Ja, machen wir. Nicht einfach weghören und dann weggehen. Tamam. Wenn einer der Erwachsenen euch was sagt, tut das. Und beschwert euch nicht bei den Eltern. Weil ihr seid nicht allein. Shaitans Kinder sind mit euch und die können euch auch täuschen und betrügen. Und so, dass ihr was Schlechtes gesehen habt, was Falsches gesehen habt, und dann so geht ihr weiter zu euren Eltern und erzählt was Falsches. Und dann gibt's Krieg. Dann seid ihr Fitne. Habt ihr Fitne gemacht. Und das ist nicht schön. Also Fitne ist, dann streiten sich die Erwachsenen miteinander. Ist das schön? Wegen euch? Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Wir werden immer inshallah gesegnet sein und viele Unheile von uns fernbleiben, wenn wir einfach uns halten an das Wort. Und wenn ich sage, den Plan von morgen, für morgen, macht ihr schon heute Abend, damit morgen alles klappt. Nicht am Morgen, Kratz am Kopf und dann sagen, was passiert jetzt. Und das solltet ihr, das ist ein Wunsch, aber eine Empfehlung, das solltet ihr einen Befehl annehmen, wenn ihr wirklich wachsen wollt und richtig getan habt. Der Boss ist nicht Firmenchef, unser Herr. Er ist ein Edelmann, sagen wir so metaphorisch. Er befiehlt nicht, er wünscht. Er wünscht. Und sein Wunsch ist uns Befehl. So stimmt das Ganze. Und das ist dann Anstand.